Herzlich willkommen zurück, Freunde der gepflegten Brille. Tütchen Nummer 10, Tobias ist mit seinem Millennium Falcon hier. Ja. Fangen wir an, was soll ich. Wir kommen ja nicht. Also dafür, dass wir ein Star Wars Set hier stehen haben, reden wir über wenig über Star Wars. Ja, ist halt so. Weil wir uns sehr konzentrieren müssen. Bei Herr der Ringe hast du mehr. Das war mein Lieblingsfilm. Ja. So ist das. Okay. Dann hau mal rein. Ja, mir gebührt die Ehre, Tüte 10 anzufangen. Ja, ich sehe nämlich nichts von hier aus. Kommt dazu, meine Freunde, und seht, was euch angeht. Fertig. Könnte man machen. Tun wir aber nicht. Wir bleiben unserer Linie in Realtime, ja. Was ist da denn noch drunter? Ist da nicht da liegt ein Steinchen? Ja, warum liegt da denn ein Steinchen? Willst du mich verarschen? Ja. Ist er von der anderen Tüte? Keine Ahnung. Auch einfach dazu, egal. Wir haben immer, ja, überbleibt sowieso. Wir haben immer noch Baustelle von der Tür, wie man vielleicht hört. Aber das lässt sich gerade nicht vermeiden. Vielleicht ist es auch nicht ganz so laut, das kann ich gerade nicht einschätzen. Hm. Nee, kommen wir nicht. Es ist, wie es ist. Es ist leider, wie es ist. Höhere Gewalt. Es ist halt Montag, sonst brauchen wir immer Sonn- oder Feiertags. Es ist halt Montag. Genau. D2, wo wir das jetzt aufbauen? Tag 2, genau. Tag 2. Also. Ja, dafür werden wir fertig nachher, in 2 Minuten. Sag da. Seien Sie ein bisschen positiv. Bin ich. Also wäre schon cool, wenn wir wenigstens 11 und 12 noch schaffen. Schauen wir mal. Hätten wir immer noch 5 Tütchen. Nur 5 Tütchen. Weißt du, bei den anderen sagt man, oh, 5 Tütchen, eine Tüte aufreißen, fertig. Aber hier ist eine Tüte ja aus 4 Tüten. Oh, ich darf was machen. Du darfst was machen. Wo du dann irgendwie 1,5 bis 2 Stunden dran sitzt. Und in manch anderen Baureihen hatten wir dann in 1,5 Stunden die Hälfte der Konstruktion fertig. Ja. Und hier hast du gerade mal ein Tütchen. Das ist eine andere Welt, Freunde. Auf jeden Fall. Also nur was für Hartgesottene. Aber für ganz Harte. Für die, die auch ohne Bier nicht überleben. Und wir haben nicht mal getrunken. Nur Cola. Ja, das ist ja nichts alkoholisch. Herr Kaio und Reum. Davon abgesehen wären wir zum Saufen gar nicht gekommen, selbst wenn wir es gewollt hätten. Ja, in den Kommentaren wird jetzt stehen, saufen kann man immer. Nein. Nein. Nicht bei sowas. Da muss man echt konzentriert und jede Nüchternheit vermeiden. Also. Jede Nüchternheit vermeiden, das ist auch nicht schlecht. Ja. Vermeiden Sie Nüchternheit noch heute. Genau. Nüchtern kann jeder. Ja, wer weiß, wie das Set genau aussehen würde. Jetzt wäre es heute Morgen reingekommen. Oh, was ist das denn? Ein Barbie-Haus. Das war aber nicht geplant. Sehr schön. Schön, schön, schön. Muss er zweimal bauen, oder was? Ach nee, das andere hat Tobias schon gemacht. Tobias hat was gemacht. Ich glaube das hier nicht. Ab und zu. Ab und zu. Baue ich mit. Du gibst dein Bestes. So, wer weiß, was das ist, ist immer noch nicht klüger als ich.
sagst du? Ich, vor allem, weil ich es falsch gemacht habe. Warum habe ich das falsch gemacht? Ach, da ist eine Lücke zwischen, tatsächlich. Ui, jetzt habe ich das alles erbaut. Tja, selbst schuld. Ja. Wer schläft, muss bauen. Hätte ich mal gesungen. Mann, gerade noch so gerettet, wa? Ach, zweimal muss ich das bauen. Ja. Also das hier. Einmal. Das kommt wahrscheinlich rechts und links hier dran. Hä? Warte doch. Ich bitte warten. Ja klar kommt das aber. Warte einen Moment, so. Bitte warten. Das ist falsch. Ja, du hast es schon falsch, oder? Da wird's gekippt. Ach so, es muss so rum. Alles klar. Dann. Da ist ein Foto. Brauche ich nicht, ich kann das so. Das ist ein Foto. Ich brauche kein Foto. Schatzi, schick mir ein Foto. Die Zeiten sind auch vorbei. Heute schickt man sich Selfies. Ja, Schatz, mi, schick mir ein Selfie. Ich hasse Selfies. Ein Nackt-Selfie von dir. Ich finde das echt schlimm. Überall und nirgendwo wird man. Nö, das nicht, aber so zwischendurch mal eins an Freundin schicken oder so, das ist okay. Nein, das ist nicht okay. Doch, sicher. Nein. Doch, das finde ich schon. Nein. Das nein. Selfie, verboten. Das beruht ja dann auf Gegenseitigkeit. Ich finde immer selbst sich sehen viel besser als Fotos zu schicken. Das geht aber bei 450 Kilometern nicht von jetzt auf gleich. Doch. Ab in Zug und los. Ja, theoretisch schon, aber es ist halt eine doofe Zeit. Sonst wäre das alles kein Problem. Und Wille ist es auf dem Weg. Ja. Wenn du Familie und Kinder hast, dann wirst du auch nicht einfach zu deiner Frau sagen oder so, ich hau mal kurz ab. Ja, ich geh mal weg. Ich geh mal weg. Schöne Weihnachten. Ich bin dann mal weg. Sieh zu. So, Nummer 2 habe ich jetzt auch fertig. Och, endlich. Und dann die Pinöppel wieder reinstecken, genau. Ach was, nein. Ich habe gedacht, das hält aus Magie oder so. Leider nicht. Na. What? No magic? Ja. Warum will der nicht da rein? Was denn? Gleich wieder einmischen, wa? Kaum hat der dicke Problem, meint der Schlaue es besser machen zu können. Sind doch nicht bei Laurel und Hardy hier. Hier, mach. So. Die eine Seite kriege ich nie rein. Hier. Wie? Ach ja, die andere. Genau die meine ich doch. Ja, irgendwie will er nicht. Hast du nicht noch mehr Spiele von mir außer Galaxy 2? Nein, sicher? Ich glaube nicht. Ich weiß das gar nicht mehr. Das ist aber das Einzige, was mir auf jeden Fall fehlt. Level up. Genau. XP gestiegen. Jetzt kannst du auch blaue Pokémon fangen. So. Hast du Ahnung von Pokémon? Nein. Ich werde nur dazu geschissen mit Pokémon. Ich habe auch Kollegen, die das gut finden und sich da bestens rauskennen. Aber ich verstehe da nichts von. Ich auch nicht. Ich weiß nur, dass sie existieren. So ist es. Sie leben unter uns.
In den 90ern habe ich mich auch mit beschäftigt, aber dann hat es aufgehört. Ja, hauptsächlich die Gameboy-Teile halt, ne? Also ja, das grün und. Ne, gelb und rot hatte ich. Gelb und rot. Die klassischen, die ersten. Genau, und dann habe ich auch gehört. Ich habe es mir nur angeguckt, weil ich mir dachte, es sieht aus wie Zelda, cool. Hatte aber nichts davon. Bei Overworld und gehst du durch die Gegend und so, dachte man. Stimmt, ja. Ist aber nicht so. Damals gab es ja auch noch nicht so das Internet, dass man sich hätte schlau machen können. Nee, damals mussten wir noch knobeln. Ja, oder Zeitschriften kaufen, ne? War das? Oder die Hotline anrufen, weißt du noch, die Spiel-Hotline? Ich habe sie nur einmal gebraucht. A Link to the Past. Wo ist die Flöte? Hör auf. Tatsächlich. Hier ist der Hemd. Da müssen sie da und da in ein Waldstück und die ganze Zeit umgraben. Irgendwo kommt es natürlich am letzten. Da, wo die Blume ist. Nur wo die Blume ist, musst du graben. Ich konnte es immer, es war immer woanders. Nee, immer da, wo die Blume ist. Also wo die, da sind ja immer Blumen und da musst du nur graben, nicht überall. Bei mir war es immer woanders. Es war grundsätzlich am letzten Punkt, wo ich gegraben habe. Ja. Tja, was machen wir jetzt damit? Reinsetzen und los, das sieht auch aus wie ein kleines Space Shuttle. Das kommt unten drunter, hier so. Oh nein. Was denkst du denn? Warum macht Lego sowas? Also, hier drunter. Konstruktionstechnisch ist das echt irgendwie, kann man mal in Frage stellen, was die sich so dabei denken. Passt es denn wenigstens? Nicht so wie die anderen Teile. Ne, vor allem, es gab ja jetzt neue Pokémon. Ultra Sonne, Ultra Mond, was aber im Grunde dasselbe wie Pokémon Sonne und Mond ist, aber irgendwie doch was anders. Und weißt du, schön ist das gleiche nochmal für die andere Seite. Ja, nur anders. Für die andere Seite, sag ich doch. Nur anders. Aber ist auch cool. Cool, cool, cool. Was futuristisch. Ich kann ja schon mal das hier bauen hier. Das sieht kompliziert aus. Oder soll ich hier Seite bauen? Ach, mach doch. Ich mach die Seite. Ich mach das Komplizierte nicht. Nee. Was soll der Dicke machen? Der kann das besser. Wenn ich was falsch mache, bin ich es wieder gewesen. Nein. Irgendwie meine Seite fertig finden, dann helfe ich dir natürlich. Da brauchst du auch nicht mehr helfen. Ja. Was bist du im Moment am Zocken gemacht? Mario Odyssey. Ach so, ernsthaft? Ernsthaft. Versuchst du 100% natürlich? Ja, natürlich. Da kann man ja so Monde sammeln und da soll es, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele gehen. Ja. 200 oder so. Bei den Mario 64 habe ich auch 100 Sterne. Echt? Hast du? Ja, da bist du aber 120. Ja, 120, meine ich doch. Ja, ja, komm, das hast du jetzt nur so. Ich sag mal eine Zahl, mal gucken, ob er was weiß. Ja, ich hab so lange nicht mehr gezockt. Da hast du einen Yoshi gekriegt, der dir aber nichts nutzte. Überhaupt nichts. Der war einfach nur da. Man konnte mit dem rumfliegen, immerhin. Auf dem Dach. Ja, bei mir auch nicht. Konntest du damit den Level? Weiß ich gar nicht. Nee, konntest du nicht. So weit habe ich nie geschaut. Nur über die Oberwelt konntest du mit dem fliegen. Ja, schön, ich bin verrückt. Es gab ja auch immer Gerüchte, dass man auch Luigi findet. Aber ja, das soll irgendwas mit dem Grabstein zu tun haben, ne? Genau. Da steht irgendwas von Bruder drauf oder so. Das war ein bisschen spooky. Das soll wohl auch irgendwie, weiß ich nicht, eine Anlehnung an was anders wieder sein. Ja. Nummer 6, ja, passt. Das ist ja mal das Schöne an Lego, dieses Bild da, dass man nachgucken kann, ob es das Richtige ist. Wie oft kommen in Mario Odyssey die Wechsel ins 2D rein? Bis jetzt so, ja, 4, 5 Mal in 3, 5, 6 Welten. Also nicht häufig.
Nicht häufig. Weil ich fand die Idee eigentlich ziemlich cool. Die Idee ist auch cool. Da kommt es ja noch später öfter. Ja, glaube ich nicht. Weiß man ja nicht, ich bin noch nicht durch. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch öfter kommt. Ich werde dich informieren. Nix spoilern. Aber wie gesagt, die Bosse da kennen einfach, ey. Selbst der, also, ich finde ja, das soll ich jetzt nicht sagen müssen. Nein. Okay, das war's ich jetzt. Weil sonst spoilere ich, wirklich. Ja, muss ja nicht sein. Muss ich mir ja nicht alles malig machen. Entweder habe ich den zu kurz gewählt oder da passt es prinzipiell aber nicht. Zwei graue, ein schwarzer. Ach so, das ist die Krux, alles klar. So, meine Seite ist fertig. Du bist da, ne? Ja, ja, ich habe mich nur verbaut, deswegen dauert das ein Sekündchen länger. Würdest du denn sagen, dass Mario Odyssey generell Mario gerecht wird, oder hätte man es auch mit jedem anderen Charakter machen können? Wird schon Mario gerecht, doch. Weil es gibt ja durchaus Mario-Spiele, wo man sich denkt, muss nicht unbedingt Mario sein. Kann man auch mit jemand anderem machen. Also irgendwie passt hier doch was nicht. Das ist auch verkehrt, siehst du? Ja, du musst Nummer 4 und Nummer 5 haben. Ach, kacke. Und du hast wahrscheinlich beides Nummer 4 genommen. Ja, alles gut. Also zweimal Nummer 5 und einmal Nummer 4. Ja, ich hab's doch verstanden. Ja, ich muss es korrigieren. So. Dann habe ich die Tage mit Andy darüber gequatscht, wie sinnlos es doch eigentlich ist, weil in Mario Odyssey gibt's ja keine Power-Ups in dem Sinne. Nee. Brauchst du ja auch nicht. Brauchst du nicht. Weil du übernimmst ja die Fähigkeiten der Figuren letztendlich. So ist es. Nach dem Motto, wenn du feuern willst, dann schmeißt du deinen Hut auf irgendeine Figur, die feuern kann. So in der Art jetzt, ne? Ja, genau. Grob gesprochen halt. Der Hammerbruder kommt zum Beispiel. Ja. Wobei das ja ein Topfbruder mittlerweile. Oder ein Pfannenbruder. Weiß ich nie, was das ist. Das musst du jetzt weiterbauen, ja. Ja, ich kann ja schon mal da das bauen, was du falsch gebaut hast. Ja, dann mach, dann zeig mir doch, wie es richtig geht. Genau. Ja, du weißt es ja schon. Aber beim, in der ersten Sequenz, wenn man halt was übernimmt, dann sieht man halt, wie man durch den Körper fährt und dann halt. Ja, das wird wahrscheinlich hinterher abgekürzt, oder? Ja, kannst du dann abskippen. Ja, das denke ich mir schon. Das ist ja häufig so. Aber du musst es nicht skippen, oder? Das wird dann später nicht mehr gezeigt, das Video. Das ist halt nur beim ersten Mal. Oh, das ist schade. Sowas finde ich nämlich cool, wenn die Option bleibt, dass man sich eigentlich immer wieder angucken kann. Nee, nee. Nur beim ersten Mal. Übel. Nein. Ja, nach dem Motto, dann sieht man einmal, was passiert, ne? Genau. Den Rest musst du dann machen, weil du den Rest da hast. Okay, gleich mal wieder auch. Ich hätte mir von Mario Odyssey gerne eine Special Edition gewünscht. Gibt es. Mit der Odyssey. Achso. Als Amiibo oder so. Ja, was gibt es dann, diese Hochzeitsgesellschaft halt? Ja, das ist ja. Nee, so wie bei Yoshi's Woolly World halt so ein Yoshi aus Woolies. Aber da hat er halt das Raumschiff dabei. Einfach nur so zum Hinstellen und schön angucken. Okay. Das wäre cool gewesen, stimmt. Dann gab es ja die letzten Wochen häufig das Set Mario Odyssey mit der Switch, mit den roten Joy-Con. Genau, mit den roten. Für
für 350 Euro, was an sich ein guter Kurs ist. Problem ist nur Download-Version. Da ist es wieder. Na, fand ich auch nicht so gut. Keine Cartridge dabei. Was dann schade ist. Richtig. Die verlangen eigentlich immer wieder, dass man downloadet. Ja, da wird es hingehen. Ne? Ich wundere mich sowieso, dass Nintendo überhaupt mit Cartridges angefangen hat. Der Witz ist ja, was. Sind das die oder die? Nein, das sind die dünnen. Das ist schon richtig. Was ja ganz kurios ist, wenn du in den Laden gehst und dir ein Spiel holst, zahlst du, ich sag jetzt mal eins, einfach einen Preis zwischen 54 und 59 Euro irgendwie so. Ja, genau. Wenn du es aber runterlädst von Nintendo, zahlst du 70. Genau. Wo ich mir denke, allein durch den Reseller spart Nintendo sich doch das Geld, weißt du? Richtig, ja. Und dann schlagen die trotzdem noch was drauf, das ist doch irgendwie verkehrt, oder nicht? Ist es auch. Das habe ich nie verstanden, warum die das. Da zahlst du für Breath of the Wild immer noch 70 im Store. Und dafür echt? Hör auf. Ja, habe ich das gesehen. 70. Und dafür kriegst du es teilweise schon für, wenn du Glück hast, für 40 oder 49 Euro. So ist es. Na, und dann haben die immer noch ihre Mieten und ihre Arbeitgeber, die sie bezahlen. Und Nintendo, ja, ist egal, ich mache das jetzt so. Also, das ist teilweise schon dreist. Ich meine, dieses Season Pass, den geht es ja sowieso noch als Download. Ja, so. Du kannst ja halt die Kärtchen holen, aber da hast du ja nichts durchgewonnen. Ja, wo ist der? Was ist so? Das da. Ja. Und das Problem ist ja auch, wenn du eine Download-Version hast, kannst du es nicht teilen. Kannst du nicht sagen, ja, ich hab's jetzt durch, gib's mal einem Freund weiter oder so, weißt du? Das geht dann nämlich auch nicht. Ja. Wenn du die Cartridge hast, die kannst du ja weitergeben. Die ist ja nicht gebunden. Ja, richtig. Die kannst du verleihen. Wahrscheinlich will Nintendo genau das verhindern. Ja, gut. Wobei die Idee, auf Cartridges zu gehen, fand ich gar nicht so schlecht. Was mir halt nur aufgefallen ist. Oh, nö. Das war nach außen, ja. Das ist korrekt. Ist das richtig? Ja, das soll ich in der Mitte. Einer soll in der Mitte. Und welchen hast du hier dran? Nein, die anderen. Ja, du musst das hier tauschen. Oder? Nee, umgekehrt, den anderen musst du tauschen. Ja, auf jetzt. Nein, einfach nur tauschen, rumdrehen. Abnehmen, rumdrehen, reinstecken. Ja, aber das ist nicht in der Mitte. Brauchst doch auch nicht. Das soll doch auch nicht. Einer in der Mitte und der andere nicht. Nur, dass der in der Mitte ist, eben nicht unten dran kommt, sondern der andere. Das ist völlig korrekt so. Genau, jetzt hat er es verstanden. Prima. Alles richtig gemacht. Ich habe wieder Angst, was nur zu bauen zu müssen. Nein, das kommt erst dann, wenn du es dran stecken musst und merkst, hoppla. So, jetzt muss ich das hier auch machen. So, das ist so. Richtig? Nö. Oder? Doch, ja klar. Nur die Arme sind falsch rum. Ja, genau. Ach, richtig, die müssen nach oben sein, ne? Ja, guck, ich habe auch was falsch gemacht. Konto wieder ausgeglichen. Nee, dadurch hast du nichts geändert, mein Freund. Doch, die Arme müssen so. Ja, dann passt es doch. Ist schon richtig. Ja, ist gut. Und inliegend. Ich frage mich echt, was die da machen. Sind die am Steine schneiden oder was? Wahrscheinlich. Die sollen Garten umbuddeln und nicht Steine schneiden. Die haben Schätze gefunden. Das ist es. Die wollen jetzt die Schatztruhen aufmachen. Ja, vielleicht finden sie einen Bogen vom Link. Tja, oder die Überreste von Epona. Oder vom Motorrad. Ja. So. Das sieht strange aus. Richtig strange, aber ist so richtig. Das geht gleich wieder in den Rang gefummeln, ich sehe das schon. Ja, ich sehe das auch schon. Hier, mit diesen Dingern hier wieder, weißt du? Das muss wieder irgendwo rein nachher. Wo es nicht reinpasst, genau. Ja.
Im besten Fall passt es nicht rein. Ja. Aber dieses Motorrad, ja, bei Breath of the Wild, ist das denn ein Zwang oder ist es einfach nur da und du kannst es auch stehen lassen und ein Pferd nehmen? Oder ja, genau. Man muss es nicht benutzen. Man muss es nicht benutzen. Ja gut, wenn es halt nur um die Story geht, lass das Motorrad stehen. Ich finde es aber trotzdem merkwürdig. Ich hatte das gelesen, dass da ein Motorrad bei ist. Yes. Muss man das erst suchen? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe ja noch nicht angefangen. Hast du den Season Pass schon? Season Pass habe ich. Ui. Ich habe noch gar keine SD-Karte in der Switch drin. Wie geht das? Ja gut, bisher Sonic Mania. Mehr ist da nicht drauf gerade. Mehr habe ich da nicht drauf. Ich weiß gar nicht, was für eine SD-Karte rein muss. Eine Mikro? Ich habe noch eine über, aber das ist nicht viel. Ich bin morgen unterwegs, dann hole ich mir einfach mal eine. Aber wenn du sowieso erst einen Teil von Breath of the Wild gespielt haben musst... Du hast ja nicht mal angefangen. Weil ich erst Wind Waker und Twilight Princess machen wollte. Das klingt sinnig, ja. Ja, es hat mit der Timeline wenig zu tun, aber... Ah, Wind Waker geht mir so um den Sack. Den finde ich echt... Der nervt irgendwie, der Titel, aber irgendwo denke ich mir... Und Nintendo liebt ihn. Ich weiß nicht, ob das stimmt, dass Wind Waker irgendwie nur 4 oder 5 Dungeons hat. Das ist relativ kurz wohl auch und ich bin ja schon im dritten, also... Ist sehr kurzweilig, das Spiel schon... Nee, kurzweilig ist es bestimmt nicht. Wie oft habe ich mich da schon aufgeregt und den Controller gebissen. Es hat sehr viel unbeabsichtigt, dieses Backtracking. Diese Vasen regen mich auf, wenn du in so einem Dungeon bist. Springst in eine Vase, denkst du kommst am anderen Ende des Dungeons wieder raus. Nö, der schmeißt dich irgendwo raus. Wo es hinpasst. Ja, warum eigentlich? Was soll denn der Blödsinn? Sowas mag ich ja gar nicht. Da fand ich das bei Link to the Past besser. Gehst in den Dungeon, hast du deinen Friemel, gehst in den Friemel, stehst vor der Bosstür. Das ist geil. Das war gut, ja. Ja, hast du nie wieder gesehen, sowas. Findest du hier den zweiten? Den zweiten was? Den Haken? Sowas hier? Genau, sowas. Hm. Frag mich. Mach ich doch. Ich hab den Überblick. Oder nicht? Hier. Frag mich. Ich hab alles. Ich bin Tingel. Ja, genau. Ich hab alles. Jetzt bist du dran. Yes. Ich baue wieder hier die Blende. Ja, das ist Blenden. Ja, aber Zelda macht einfach Riesenspaß. Ja, nicht jeder Titel. Doch. Also Twilight Princess hat mir damals auch Spaß gemacht, ich habe es bloß nicht zu Ende gespielt. Weil ich es für die Wii hatte und da die Steuerung mich irgendwann genervt hat. Also es wird gemunkelt, dass für die Switch eine Komplett-Edition kommt mit allen Zelda drin. Kriegst du nicht hin. Es wird gemunkelt. Vor allem mit allen, was soll denn das bedeuten? Mit allen, allen. Mit Gameboy und Gameboy Advance und NES und. Das einfach ich. Alle. Warum nicht? Weil das platzmäßig nicht genau. Als Download-Version. Ja, mit 135 GB. Nein, spätestens bei Wind Waker hört es dann auf, weil was CD ist oder diese Mini-CD, die sind ja auch 700 MB drauf oder was. Es wird gemunkelt. Nee. Es wird gemunkelt. Mal ganz davon abgesehen, selbst wenn sie käme, kommst du nicht dran, weil wieder irgendwelche Reseller meinen, ich kaufe 1000 Stück und setze sie dann für überteuerte Millionen bei eBay rein. Ja, voll gemein. Ja, das ist immer Bullshit, ist das. Ja. Ja, wer weiß, vielleicht kommt ja noch ein GameCube Mini oder ein N64 Mini. Also das ist auch schon in Rede, ja. Ja, natürlich, wird vom ersten Tag an geredet, nach dem Motto, wie weit treiben sie es denn? Irgendwann kommt dann eine Wii Mini. Und eine Wii U Mini? Genau, und dann kommt eine Switch Mini. Ja, dann kommt eine Switch Mini, genau. Und dann sagt Nintendo, so, jetzt sind wir pleite, jetzt hören wir auf mit dem Quatsch. Jetzt fangen wir wieder an, Kartenspiele zu produzieren. Kannst du einmal deine Arme hoch? Danke. Immer gern.
Also da, auch da, nach dem N64, hört's, vor allem N64 ist schon schwerer zu emulieren. Da brauchst du schon eine relativ starke Kiste für. Mhm. Für die, die jetzt, da kommt so ein Retro-Pi ran oder was weiß ich was, so ein Verschnitt. Aber mit dem Retro-Pi kannst du keinen N64 vernünftig emulieren. So. Nicht ohne das groß aufzubauen. Dann wäre es wesentlich teurer, schau mal. Deswegen, das sind Spekulationen, wo ich nicht glaube. Ich glaube das auch nicht. Und dann alle Zelda-Titel. Was? Ich sag ja immer noch, was wirklich geil wäre, was ich sofort kaufen würde, Day One von mir aus auch, wäre ein Remake von A Link to the Past. A Link to the Past, ja. Und Mario World. Wäre ich sofort bei. Ja. Für die Switch in HD. Qualität. Ja. Muss nicht mal, muss keine Portierung ins 3D sein, um Gottes Willen, die sonst bloß so lassen, wie es war. Ja, natürlich. Aber da wäre ich sofort dabei. Weil die, das sind halt die Teile, mit denen wir groß geworden sind. Und da bin ich dann Fleuer und Famme. Aber sofort. Naja, mal schauen, was Nintendo sich noch einfallen lässt. Aber die haben ja gesagt, man soll die nächsten Monate und Jahre nicht nur auf exklusiv AAA-Titel warten. So, da habe ich dran gemacht, aber. Warum soll ich die reinstecken? Da ist doch nicht zum Reinstecken. Ah, doch, da. Und die Frage ist ja auch, arbeitet Nintendo schon am nächsten Zelda-Titel? Das wird auch schon gemunkelt. Ja, aber was soll das dann noch sein? Irgendwann hat es dann auch. Also ich sag, Breath of the Wild wird erstmal der letzte. Wobei, Skyward Sword war ja letztendlich auch für lange Zeit der letzte Titel. Oh ja, sehr lange. Ne, da gab es ja halt einfach erstmal nichts, weil. Weil Nintendo schon was anderes an Planung hatte. Ja, ich hatte auch gehofft, als hier Mario Party 100. Die Rede war, dass es auch für die Switch kommt, aber nein, nur für Advance. Was ist denn Mario Party 100? Ja, die besten 100 Mario-Spieler. Oh Gott. Mario Party-Spieler. Nicht mein Gott, cool. Ja, Mario Party macht echt nur mit mehreren, also mindestens mit zwei. Mindestens mit zwei, ja. Hätten wir so was machen können. Hätten wir machen können. Obwohl, können wir. Ich habe eine GameCube mit Mario Party. Welches? 9 und 10. Gab's für Mario GameCube gab's auch keinen 9 und 10. Ja, oder 4 und 5, weiß ich jetzt nicht. Es gibt, ich meine, es wäre der vierte gewesen. Da gibt's ein Board, das ist das mit den Geistern. Das habe ich damals mit meiner Ex unheimlich gerne gespielt. Dieses Geisterbrett, das fand ich geil. Nee, die Geisterbretter waren immer gut, hallo? Ja, aber nur in dem Spiel, komischerweise. Aber ich hab sogar einen Controller, kann ich ja mitbringen, wenn du nur einen hast. Ich hab 4. Wow! Was hast du noch für ein GameCube? Ja, bis jetzt nichts, nur die Mario Partys. Wobei die auch schon viel Geld kosten. Ja, aber die waren halt mit dabei, ne? Welche Titel interessieren dich denn für ein GameCube? Gute Frage. Auf jeden Fall Luigi's Mansion, ne? Luigi's Mansion, genau. Der ist gut. Ich weiß nicht, hast du den für ein 3DS? Wahrscheinlich auch nicht. Nein. Aber der macht Spaß, auch wenn er hier und da ein bisschen komisch ist. So, haben wir weiter? Nee. Warum ist hier einer drin? Nee, hast du den reingesteckt? Nee, das ist von dir, die Blende. Ach so, da kommt keiner rein. Das war jetzt einfach nur, weil ich ihn hier gesehen habe. Dann nimm ihn bitte raus. Nimm ihn einfach raus. Will er mich schon? Du hast den falschen rausgenommen. Nee, doch. Nee, das war einfach nur, weil ich ihn da gesehen habe. Dachte ich, pack's auf der anderen Seite auch. Arbeit es mal mit. Nein, ist auch nicht richtig. Mitmachen darfst du nicht. Mitmachen schon, aber richtig. Nee. Ich muss zugeben, ich hatte den GameCube damals nur wegen Wind Waker und ja, wegen Zelda geholt. Wobei das Zelda hatte sich dann hinterher erledigt. Da ist was abgefallen. Dann habe ich das irgendwie falsch gemacht. Jo, da ist was falsch, das stimmt. War so gut jetzt. Und dann wie geht's eigentlich? Du weißt schon wen nach dem Unfall. Gut.
Ja, sind noch krank geschrieben oder so? Nicht mehr. Ich weiß schon, ey. Voldemort. Ja, hier ist das Fahrzeug gefallen, ne? Ja. I see. I do. Wir haben uns auch wieder kurz gesehen. Und so ist gut. Und telefoniert und so. Wie immer. Es geht voran. Wie immer. Warum uns? Was macht sie Silvester? Ja, das. Sie will ja uns anschließen. Was will sie? Uns anschließen. Yay, Mario Party zu dritt. Aber ich glaube, für sie ist das nicht so. Englisch. Weiß ich nicht, musst du fragen. Ich hätte da nichts mit, also von mir aus gerne. Das macht voll Bock, das Spiel. Vor allem, weil es ja stundenlang gehen kann. Du kannst ja anfangen, festlegen, wie viele Runden du spielst. Genau. Wenn du sagst, wir spielen 100 Runden oder so, das kann dauern. Mit den ganzen Minispielen, da ist schon... Ja, letztes Jahr war sie auch in einer anderen Party. Oder beziehungsweise immer so Partyhopping gemacht, ne? Genau, und das wollte sie dieses Jahr nicht machen. Ja, sie hat ja schon erzählt, es wäre zu anstrengend gewesen. Kann ich auch verstehen. Ist es auch. Erst zur Mutter, dann zur Freundin und dann noch zu uns. Ja, was auch kurz stimmt. Stimmt. Vorhin hat sie noch erzählt, sie ist dann ungern gegangen, weil bei uns halt sehr witzig war. Und, ja. Wir sind immer witzig. Ja. Wir geben uns immer Mühe, sie bei Laune zu halten. Nein, das ist jetzt auch doof gesagt, aber... Wir sind halt sehr umgänglich. Tja, wir sind halt keine Arschlöcher, ne? Oder wie sagt man das? Ich muss einmal drehen. Wo kommt das denn dran? Kommt das hier dran? So, jetzt kommt das. Muss ich nur richtig rum. So. Wenn man das wüsste, da ist das Weiße. Okay. So. Von wegen, wir machen die Decke. Wie macht man das denn, ey? Bitte warten. Vor allem, da steht hier die eine Platte, siehst du das? Das reißt sich sowieso gerade alles ab, aber das ist ja schön. Oh Gott. Bist du sicher, dass das da rein soll und nicht da hinten? Was sonst? Hier. Da ist das doch schon drin. Ach, da ist schon einer drin, dann habe ich nichts gesagt. Das ist aber, wenn man so dreht, richtig. Das soll hier rein, ne? Irgendwie. Oh ja, da steht. Oh Gott, ich sehe schon. Ja, da steht alles. Das gefällt mir gar nicht. Das war eben ganz hoch. Und da steht halt die Platte hier. Das steht alles, ja. Das steht alles. Komm, wir wollen das jetzt. Intelligent. Das ist ein Problem. Ja. Scheiße. Es ist wieder was abgegangen. Ja. Ich weiß nicht was. Du brauchst im Grunde einfach nur hochdrücken jetzt. Genau. Und wo wird das hier auch nochmal, ne? Hier rein. Das lässt sich alles noch machen gleich. Genau. Meine Herren. Oh oh, das ist jetzt nicht cool. Das ist gar nicht cool. Jetzt hast du alles andere in der Hand, oder was? Ach, das soll aufgehen. Jo. Das soll aufgehen. Das soll aufgehen. Da hast du dann Eingang. Aber. Das Hütchen, das kann ich dir sagen. Vielleicht, eventuell.
Müssten wir nachgucken, das lässt sich herausfinden. Aber ist noch was abgegangen, oder? Ja, von der einen. Von hier ist es, glaube ich. Ja, ist es. Oh Gott. Warte, ich heb das an. Ja, am besten ist hier in der Mitte hochheben, weil da ist irgendwie die Stabilität, diese Ecke. Kommst du gut dran? Ja. Was ist hier denn dran? Und hier, das? Das ist von der Seitenblende, da kommst du ja immer wieder dran. Dann mach das bitte. Hey. Da kommst du immer dran, sag doch. Doch einfach. Nee, man kommt. Also das ist eins der Baustellen, an die man kommt. Das ist gut. So, das sollte passen, ne? Ja, das ist richtig gut. Und das ist halt abgefahren. Aber von wo? Gehört das in den Raum? Von hier oben, oder? Das müssten wir ja sehen. Wo ist denn die Warenkammer? Da ist ja irgendwo, ist ja gar kein Hütchen drauf. Verdammt, kommt das Hütchen her. Hütchen. Keine Ahnung. Packen wir es erstmal dahin. Ist das überhaupt das? Nee. Nee, das ist es gar nicht. Das ist ja auch kein Hütchen. Das ist es aber auch. Hä? Moment mal. Da ist nur ein Hütchen. Da ist nur ein Hütchen. Gehört das Hütchen hier irgendwo drauf? Hütchen, wo bist du, mein Hütchen? Aber warte mal. Warte mal. Das muss genau andersrum. Das muss andersrum. Das muss da. Sicher. Ja, guck doch. Ich hab das jetzt so. Jo, das ist dann. Ich meine, es passt ja, so ist es nicht. Ich stelle das Hütchen jetzt erst einfach mal da drauf. Kriegst du das überhaupt heile ab, ganz ehrlich? Ja, okay, ich hab's, glaube ich. Ich auch. Der eine Deckel ist wieder ab, aber das kriegen wir wieder hin. Wie rum denn? So wie ich es dir gegeben habe, so. So rum? Ist das sicher? Ja, stimmt. Richtigkeitsfehler. Aber jetzt passt es auch ohne Probleme. Weil die Ecke mit der Platte da unten hier noch ausgespannt ist. Ja, ich hab's dran. Nicht gleich. Weil die eine Ecke, die gerade ein Problem gemacht hat, die ist jetzt nämlich ausgespannt. Und die eine Platte ist wieder abgefallen. Oh, das Tütchen hat's mal wieder in sich. Nee. Oh nein. Ach Mann. Ist doch drin. Oder nicht? Ein bisschen eine Lücke drin zwischen. Ist bei dir auch eine Lücke? Nein. Nee, das schließt ziemlich gut ab. Also. Kannst du mal rumdrehen. Siehst du das auch, was ich sehe? Ist das? Klappe zu. Ach, da unten. Ah ja, jetzt weiß ich, was du machst. Von meinem Sicherheit. Hab ich auch versucht. Das ist. Hier ist gut. Da ist es richtig gut. Dann müssen wir vielleicht hier nochmal abmachen und. Warte mal kurz, lass. Oh, jetzt hast du es abgemacht. Okay. Ja, richtig. Absichtlich. Okay, jetzt habe ich es hier dann.
Hier drin ist auch hier dran, aber das ist abgefallen. Halt. Das ist alles abgefallen. Lass mal los. Das muss auch hier rein, dann bleibt es zu, oder wie? Nee. Wie bleibt denn das nicht zu? Ich weiß warum, weil du musst diese Pinappe hier nehmen. Wahrscheinlich. Und den Pest machen. Oder? Nee, da ist nicht die Regel von. Da ist nicht die Regel von, weil es soll ja aufgehen, optional, weißt du, dass du die Möglichkeit hast. Lass aber auch nicht da rein. Mach ich wieder alles ab. Und ich muss einmal zurückblättern können, weil ich was angucken möchte. Einmal blättern. Da ist aber keine Option für da. Ich verstehe, was du sagen willst, aber da ist nichts für vorgesehen hier. Da ist einfach so in der Luft. Guck, das sieht man auch hier. Das ist einfach so in der Luft. Ist was? Ja, aber warum fällt das bei uns dann ständig runter? Kannst du auch nicht. Ist auch nichts, womit man es hätte festmachen können. Ja, kommt das ja noch. Nur da haben wir jetzt 3-4 Platten wieder. Hey. Wo wir nicht wissen, wohin da will. Ja, ich habe hier sogar noch eine. Die ist aber von hier. Merkwürdig, das ist gerade merkwürdig. Das ging auf der anderen Seite, die ging es aber zu. Wieder dran machen. Ja, weißt du, wo sie hinkommen? Also die ist wieder auf meiner Seite. Ja, genau hier. Oh. Das ist echt. Da brauchst du bald eine Hebebühne für. Tipp von uns nimmt eine Hebebühne, genau. Es hätte uns in der einen oder anderen Situation manch einen Nerv gerettet. So, da ist wieder dran. Und die. Das ist die von da, wo wir das drin gesteckt haben. Also einmal bitte drehen, bitte. Oh Mann, das ist so fies. Weil das mit der Tür, das kann nicht stimmen. Warte. Weil die kann nicht permanent auf sein, das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Die Platte ist schon wieder ab. Das ist schlimm. Wo ist? Kennst du noch mehr Teile? So, einmal loslassen. Ja, kann ich loslassen. Ja, wo ist der Rest davon? Geht noch mehr dran? Du hattest die eine Platte? Die, genau. Genau. Die. Ich freue mich nicht von Ihnen gehören. Ja, die gehört dahin, weißt du? In den Raum hier, oder was? Ja. Deswegen hält das hier nicht.
Ach, da kommt das rein, hier in der Ecke. Ja, in der Ecke. Ach du liebes Bisschen. Kommst du denn da so dran nochmal? Nee, nehmen wir doch mal ab. Ach du Scheiße. Ja, gut. Ganz ehrlich. Okay. Ich gönn mir dann mal. Dieses Set ist nicht so nett, wie ich es gern hätte. Sitzt da her. Ach, da unten. Das wusste ich, ja. Hab ich gar nicht gesehen. Deswegen hält das auch nicht. Meinst du, das hat mit der Klappe zu tun? Nee. Nicht wirklich. Aber es ist doch so richtig, ne? So. Wie gesagt, auf der anderen Seite funktionierte es ja. Ich weiß nicht, warum das da ging, aber da nicht. Andersrum? Nee. Nee, die muss nach außen klappen. Muss schon nach außen klappen. Das ist korrekt. Ich frage, ob das vor den Grauen muss oder hinter den Grauen, das sieht man nicht. Das ist völlig egal, das kannst du hinterher jederzeit ändern. Hä, nee, dann muss man wieder abnehmen. Nein, wenn du die Tür aufmachst, kannst du es ja nach hinten schieben. Oder kommt auf der nächsten Seite noch was? Ja, kommt. Ja, das hat damit nichts zu tun. Kannst du schon mal anfangen. Okay, das sieht nämlich interessant aus. So, jetzt hat er verloren. Aber die Tür bleibt immer noch offen. Naja, Eindringlinge willkommen. Eindringlinge. Ja, und die Platte ist wieder da hinten links aufgegangen. Oh. Die Secret-Platte. Das alte Lied. Ja, genau. Weißt du, man will was dran machen und haut 10 Sachen wieder ab irgendwie, ne? Ja, siehst du? Machen wir wieder an. Oh nein! Was auch? Hat die Fresse wieder abgehauen, ey. Ja, zum Glück habe ich ja, ja. Ich repariere mal wieder das Schiff. Ja. Ist ja alt, muss immer hinterher repariert werden. Geht das nicht sogar irgendwann kaputt? In irgendeiner Folge? Das ist aber auch hier merkwürdig. Was denn? Das ist so ungemäß, aber. Okay. Ach ja, deswegen. Okay. Solange du Lösungen findest, ist alles in Ordnung. Wenn du aufhörst, Lösungen zu suchen, hast du verloren. Spricht Yoda. Hey, Joghurt. Lass uns über Spaceball sprechen, da kann ich mitreden. Ruhig, Brauner. Ich zerstöre das Schiff einfach dann wieder. Ja, ist in Ordnung. Du bist ja auch ein Klonkrieg. Die Schrockenmühle der Galaxis, man merkt's nicht. Oha, Tobias bildet sich schon eine Meinung. Ja, das wird doch am Anfang immer gesagt, das schrauben wir da in der Galaxis. Ah ja, jetzt sehe ich den. Warum klaut er sie dann? So. Warum klaut er sie dann, wenn das so eine Schrottmühle ist? Ja, weil es halt auch die schnellste Schrottmühle der Galaxis ist. Dreifache Lichtgeschwindigkeit. Bist du sicher? Ja. Atmest du schon durch?
Deswegen hatten wir auch Probleme, das hier dran zu machen, weil das nicht hält. Du wirst noch Fehler finden. So, das stört jetzt nicht. Ja, das ist echt strange. Da weiß ich gerade auch nicht. Ich finde das noch raus. Warte mal ab. Da kommt der Sechser irgendwo hin. Ich weiß es. Ja, du korrigierst, wenn du einmal dabei bist. Denke. Tja. Weil jetzt muss ja hier ganz offen gehen, so ist das. So. Ja, und dagegen ist ja nichts einzuwenden. Sieht gut aus. Bleib jetzt erstmal so. So, jetzt kann ich ja hier mal bauen. Endlich. Nach der ganzen Reparatur hier. Ich finde noch meine Steine gerade wieder. So viele sind es doch nicht. Muss auch finden. Aber grade, ja, eben. Achso, die sind das. Die sahen anders aus. Die sahen ganz anders aus. Ja, ja. Sagt die er sehen, in meinem Leben sind die anders. Aber nicht im Lego-Unding, weil so sind die so, wie sie sind. Denn jetzt selber? Hat mich jetzt auch gewundert. Oh Gott, hier ist was los, Alter. Die einen sind am Buddeln, die anderen am Rumknarzen. Und die anderen am Millennium Falken bauen und verzweifeln. Wie haben die sich das denn jetzt hier gedacht hier? Hä? Was denn? So da dran. Kommt das übereinander? Jo. Das kommt auf der anderen Seite. Ja, auch. Das kommt auf beiden. So. Wollte schon sagen. Both Size of Story. Mal sehen. Schritt, den zu lang gemacht hast. Achso, den da. Ja, ich kann es auch hier rübersetzen, aber dann ist ja nicht. Nein, nein, du musst ja. Nach hinten, da muss aber nach vorne. Das ist schon alles ganz gut. Das ist schon alles in Ordnung. Glaube ich. Aber Thorsten. Dann änder es doch, dann sägst du auch die andere Seite. Auf eine der beiden Seiten gehört es auf jeden Fall. So, und dann. So, dann kannst du den auf die andere Seite setzen. Ich will mal gucken. Irgendwas ist strange. Das ist so. Ja. Das soll dann. So. Ja, dann setzt er dann auf die andere Seite. Ist ja gut. Mach. Du musst einfach. Der hat da nichts zu suchen. Oh, du brauchst halt zwei. Ach nee, da ist noch einer dran. Stimmt. Aber ich hätte zwei dran jetzt. Ja, wegen denen, ja. Ja, da kommt auch noch einer dran. Siehst du? Da kommt auch noch einer dran. Auf der anderen Seite. So. Nein, da kommt keiner dran. Und was kommt davon, wenn man hier mitformelt? Da passt nämlich gar nichts mehr. Mann ey. Da weiß ich auch nicht. So. Wo will das jetzt hin hier? Hä? Soll das so rein oder? Jo. Ja, merkwürdig konstruiert. Ja.
Nicht merkwürdig. Alles hat Sinn. Alles hat seinen Sinn. Weil der manchmal nicht ersichtlich ist. Der kommt nur so drauf, oder was? Ja, offensichtlich. Ja, fertig. Also das ist so, hoffentlich, denke ich. Kannst du den vielleicht suchen? Da, den da. Ich kenne ihn nicht. Bitteschön. Ich habe auch nur einen Handgriff. Was hast du sonst so vor die Woche? Ja, Spätschicht kann man nicht viel machen abends. Gar nichts. Wirklich gar nichts. Abends nichts. Du bist ja spät zu Hause, stimmt, ja. Ist nicht schlimm, ganz gut. Haust in der Früh die Woche umso mehr rein. Ja, das kommt da irgendwie dran gleich. Gleich. Das wird so ein. So eine Platte oben drauf, denke ich. Ja, wirklich. Bestimmt. Lass die Schiebe da schön. Schnell gar nichts geschehen. Er wundert, wer denn richtig kann. La la la. Das waren auch noch Shows. Schön finde ich ja, wenn irgendwelche Leute solche Schätzchen ausgraben und dann bei YouTube nochmal hochladen. Von der 100.000 Mark schon gibt es auch so ein, zwei Folgen. Ja, der Preis ist heiß. Ja, die, sowas leuchtet ja sogar wieder. Echt? Ja, ja. Zählt das ja nicht mit. Guck ja kein Fernsehen. Nee, meine Mama erzählt mir das dann nur. Ich habe zwar die Tage doch mal einen Sendersuchlauf gemacht nach 5 Jahren, aber. Ich hatte ja die Befürchtung, dass jetzt nur der Fernseher am Start zum Beispiel, ja, guckst du ja mehr Fernsehen. Aber nö, bisher, toi, toi, toi. Ja, aber ich gucke überhaupt nicht mehr. Überhaupt gar nicht mehr. Und trotzdem zahlt man Gebühren. Genau. Das ist auch die größte Schweinerei. Man könnte ja, wenn man wollte. Ich wollte Ihnen immer mal eine Rechnung schreiben für Lichtenergie. Sie haben wahrscheinlich Licht an, das kostet Geld. Oder irgendwie sowas. Wenn ich das Licht ausmache, ist egal, sie könnten es ja anmachen. Jetzt habe ich laut gesagt, jetzt kommt irgendein YouTuber auf die Idee, mach ich ein Business draus. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo ist denn dein DNA-Roy immer? Der kommt links. Also unter den. Nein. Doch, das sehe ich aber schon so. Das sehe ich sogar ziemlich genauso. Nein. Doch. Für mich gehört das so. Warum ist hier eine Lücke? Wo ist eine Lücke? Da kommt vielleicht noch was dran gepinnt. Wo ist denn deiner? Da, der hier. Und deiner ist auf der anderen Seite. Deiner ist keine Lücke. Siehst du was, Mann? Hier ist eine Lücke? Ja, die muss doch auch. Siehst du? Hier ist auch eine Lücke. Das ist auch nicht bündig. Okay. Ja, hier ist es auch die Lücke.
da. So, gute Frage. Ich weiß auch warum. Ich wieder den vergessen habe? Ja. Nee. Doch, da. Ach so, einen meinst du? Den hier. Ah, mal dieser Freemaker. Okay. Na, dann sollte es ja jetzt passen. Das sieht schon gleich anders aus. Darth Vader spielt eigentlich gar keine Rolle mehr in den neuen Teilen, oder? Indirekt. Also. Weil er ist ja eigentlich tot, oder nicht? Er ist tot, aber sein Schädel ist halt dann als. Ja. Als Reliquie noch vorhanden. Das hat sich eine Religion um ihn gegründet, oder was? Kann man das so sehen? Wollt das mal bitte? Ja, nimm. Das ist da. Ach, deswegen gab es dieses eine Poster, wo man nur seinen Helm im Staub sieht. Genau. Irgendwas ist koscher. Das ist so, ja. Und das ist so. Und dann kommt der Vierer. Hä? Der Vierer ist doch von mir richtig. Hier passt es aber gar nicht. Obwohl. Was stimmt denn? Was, müssen da zwei Platten drunter? Wo denn? Zwei graue? Ich weiß nicht, wo du bist. Bevor ich jetzt irgendwas sage, keine Ahnung. Hier, bei dem einer hier. Da sind zwei graue Platten. Ja, hier meinst du, ne? Ja, genau. Auf und bei der anderen ist es nur einer. Da ist es der Platten. Schon gefunden. Hm. Und ich wundere mich, dass es hier nicht passt. Ja, ja. Papa Stumpf hatte mal wieder. Ah, ich lass mich zu sehr suggerieren. Links an Lisa, das macht's. Hm, was hast du? Schon gut. Machst du gerade lustig, oder was? Ja, ne. Das höre ich mir nochmal an auf Band. So. Weitermachen. Ah, ich bin gerade wach geworden. Ich habe gerade irgendwie voll Bock, Ghostbusters zu kommen. Okay. Kennst du so ein Gefühl, jetzt Ghostbuster? Ich hab die zu Hause auch als Boxer. Welche? Eins und zwei. Ja, da kann man gut dran im Moment, ne? Ja, wie das gesagt, ich hab die Chance genutzt. Das war sehr fragil. Ach, das soll aufgehen, oder? Das soll aufgehen, ja. Alles klar. Jetzt nicht mehr. Ja, man kam auf DVD zumindest für einen 10er dran. Blu-ray, weiß ich vielleicht 12. 20. Oh, echt? Doppelt ja. So viel? Ja. Oder war der neue auch mit dabei? Ja, richtig. Also 1 und 2. Nee, ich meine. Achso. Die 2017er. Nein, die nicht. Nee, ich fand die so schlecht gar nicht. Nee, so schlecht waren sie nicht. Viele waren halt einfach überfordert, weil sie nicht. Bei Frauen halt, ne? Aber so schlecht war nicht. Da hat mich es mehr enttäuscht, muss ich sagen. Ja, wesentlich mehr. Also wesentlich mehr enttäuscht. Bist du? Nein, bist du nicht. Nein,
habe ich nicht. Ich habe nie. Na, die sind das. Jetzt muss ich das zwar nur bauen. Ich bin mal gespannt, ob der zweite Teil von S genauso erfolgreich wird. Wahrscheinlich. Ist halt eine ganz andere Erzählweise. Richtig. Wenn du das mit damals vergleichst. Aber das ist aber echt der Wurm drin, ey. Alle sind irgendwie am Handwerken. Es ist eben Handwerkzeit. Nee, eigentlich gar nicht. Nicht im Dezember? Nee, da macht man eigentlich. Macht man die Tür zu und bleibt zu Hause. Da hat man seine Einkäufe erledigt und ist ruhig. So. So wie die Tiere, weißt du? Einmal hamstern und dann bleibt man zu Hause. Da ist aber was. Da ist aber was falsch hier. Nein. Oh. Ja. Nee, ach so, nein, alles gut. Okay. Hallo? Ja, sorry. Nur weil das wieder zweifarbig ist. Ja, nee, nee. Ich hab gedacht, gut, das muss doch rot hier, was da Blödsinn. Die sind ja schon längst drauf. Nee, die roten sind eben nicht drauf. Doch, ach, da sind die drauf. Oh my god. Gucken. Machst du oben auf. Aber das muss auch so rum rein. Dann muss ich das hier rumdrehen, oder? Das muss eben genau spiegelverkehrt. Nein, darum geht's gar nicht. Darum geht's um die Farben gerade. Ja, genau, darum geht's mir auch. Genau spiegelverkehrt. Und unten das ist Ding grau. Ist, das Ding unten ist, halt ist grau. Was siehst du? Nimm mir das nicht gleich wieder weg. Hier habe ich das Dunkle. Und hier dunkelhell. Ja, genau. Das habe ich hier auch. Aber wie rum kommt das? Ja. Kommt das so rum? Oder guck, kommt das so rum? Guck doch, da. Kann ich nicht, weil ich nicht weiß, welche Seite was ist. Kommt gerade nicht drauf klar. Oben muss das Graue, also genau umdrehen. Genau. Doch umgekehrt. Ja. Weil hier habe ich die Farben nämlich nicht so. Siehst du das? Hier sind die Farben nicht so wie hier. Hier habe ich dunkel, 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 dunkel. Hier habe ich aber hell, dunkel, dunkel. Das sind andere Farben. Und weißt du was? Ich ändere das auch, weil das sonst echt doof aussieht. Ja, tu das. Das hat mich halt irritiert gerade. Da haben die nicht aufgepasst in der Anleitung. Da hat ein Ingenieur gepennt. So, Ausrufezeichen. Schick das Set zurück, das taugt nichts. Ja, ist schon rund. Mit Einstiegeluke. Du kannst schon mal das befestigen hier. Ich weiß noch nicht wo. Gucken. Kann ich nicht. Einmal umdrehen und glücklich sein. Mit anderen Worten, steh auf und beweg deinen Arsch. So. Das muss also da rein. So. So, sagt er. Sieht für mich aus richtig aus. Ja. Das kommt bestimmt wieder irgendwo drunter. Ja. Ach du Scheiße. Bestimmt. So wie das jetzt schon aussehen. Hier irgendwie hier so dran oder so, weißt du? Hier rein, ja. Ja. Ich sag ja hier rein. Ja, ja. Oh Gott. Also das üben wir nochmal, Lego. Das können wir besser. Wieso? Das ist doch toll. Ja, was mich halt ein bisschen... Ne, du baust einen Teil an und fünf Fallen ab. Das ist irgendwie unkonstruktiv. Ja, das ist nicht so gesichert, wie wir es denken. Oder destruktiv, wie man es eigentlich sagt. Unkonstruktiv gibt es ja nicht. Da hast du noch mehr kaputt gemacht, siehst du? Was war das? Ich habe keine Ahnung, heute spukt es. In die Rohre sind Mäuse, irgendwas fällt runter, ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Ich schmeiß das nachher alle in eine Ecke, wenn du fährst, und lass es für zwei Wochen da stehen und fass es nicht mehr an. Oh Gott. Ja, wir haben jetzt schon 11:30. Ja, ein Tütchen schaffen wir noch. Ein Tütchen werden wir noch schaffen. Das ist, die Zeit geht so scheiße um, ey. Weißt du, du kommst gestern nach Hause, mittags denkst du, ja, machen wir mal locker. Ja, dachte ich mal. 5 Uhr. Na, scheiße, was essen? Wir haben Hunger. Auf einmal 11 Uhr. Ey, das ist so unnormal. Das ist so unnormal.
in 20 Jahren siehst du dieses Set auf deinem Schrank und wirst dir vorstellen, oh, da hatten wir noch Zeit. Jetzt geht's ab. Ne, es geht noch nicht ab. Es geht noch nicht ab. Nehmen wir das mal weg. Genau. Ich brauche ja schon mal das hier wieder. Ja, ja. Das Fisselkram. Ach, das sind die Kanonen jetzt hier. Schön, schön. Na. Ich wollte mir, was Mutter vorhin angesprochen hat, ja, so einen Stativadapter fürs iPhone holen. Mhm. Ja, mal gucken, ob ich damit in Zukunft meine Videos aufnehmen kann. Muss ja nicht in 4K sein, aber der kommt besser mit dunklen Flecken klar. Ach so. Klar kann man auch mal 4K raushauen, aber naja, das ist ja. Wollen es ja nicht übertreiben. Vor allem, warum soll man was raushauen, was viele gar nicht gucken können? So ist es. Ich meine, klar, wenn man es gucken kann, sieht es mal hübsch aus. Ich habe das einmal ausprobiert, als ich auf dem Weg nach Hause war. Sieht schon geil aus. Ja, technisch ist das schon was. Vor allem kommt der Rechner damit klar, ohne zu ruckeln. Das beeindruckt mich schon. Ich habe gedacht, naja, haust es mal rein in so ein Projekt. Drei, vier übereinander gelegt, da passiert gar nichts mehr. So, warum seid ihr nicht auf einer Höhe? Warum ist kein Greifer mehr übrig da? Warum sind die jetzt nicht auf einer Höhe? Das nervt mich da schon wieder. Hast du wieder was vergessen? Ich sehe nicht was. Wer ist nicht auf einer Höhe? Das ja. Zeig mal bitte. Keine Ahnung warum, sehe ich gerade aber auch nicht. Die müssen auch auf einer Höhe sein, weil da kommen gleich die Dinger raus. I can't see it. Denk da drauf, hast du gemacht? Dann oder warte mal, hab ich die hier vergessen? Lass mal los bitte, ich hab eine Idee. Lass mal los bitte, ich hab eine Idee. Lass mal los bitte, ich hab eine Idee. Jo, da habe ich was vergessen, aber es ändert an der Gesamtsituation nichts. Doch, das ändert ein bisschen was. Vor allem habe ich sie hier liegen und packe sie nicht drauf. Oh, schön. Hä? Alright. Wo hast du den eigentlich her? Diesen Spruch. Weiß ich auch nicht. Vor allem, warum sagst du das, wenn ich doch gar nichts gefragt habe? Also, das ist ja nur bezogen auf, was verstehe ich jetzt falsch und nicht, was hast du gesagt? Ich weiß. Naja, zwei Paar Schuhe. Sind's. Ja? Sind das. Ne? Sind es? Sind das. Prima. Ich denke mir immer, warum soll ich ein Hörgerät hören? Also dadurch wird meine Sinneswahrnehmung, also auch nicht besser, ja. Ja, optisch nicht, optional, also akustisch vielleicht. Aber meine Gedanken werden dadurch nicht lauter. Nicht? Ich glaube nicht. Verdammt. Ein Hörgerät für deine Gedanken. Schätze dich. Der Suche nach der einen Idee. Die suche ich ja immer noch. Manche Ideen sind so banal. Ja, dann sieht man im Fernsehen ein Produkt und denkt, sie hätte auch drauf kommen können. Ja. So, ich glaube, das ist soweit korrekt. Aber ich lehne mich nicht weiter aus dem Fenster. Warum nicht? Sonst
hätte ich nicht gesagt, ich glaube. Ey, weißt du, gleich kommen wir raus, die ganze Straße aufgerissen. Genau, ich komme nicht mehr weg. Weil die Straße aufgerissen ist. Ja. Gefangen auf Lebenszeit. Du bleibst halt hier, habe ich auch kein Problem mit. Komm doch klar. Für ein paar Klamotten, die kannst du zwar dreimal um dich wickeln. So halbfertige Sachen vorgelegt. Ich kann hier ja nichts dafür. Ach, das ist das wohl. Ich baue schon mal hier viermal das, was da drunter ist. Hätte ich es richtig gemacht, hätte ich es jetzt reinstecken können. So, einmal. Achso, da sind die hier unten. Ach, die kommen andersrum. Ah. Dreimal. Schuss geladen, abfeuern, sicher. Boom. Viermal. Ja, und da steckst du jetzt in das andere rein, was du von mir hast. Das kommt dann runter. Da ist dann noch Vorrichtung für. Ja, genau da. Muss ja auch richtig rum. Jetzt kannst du auch gleich noch drehen in der. Stimmt. Hm, ist korrekt. Ja, ist korrekt. Ist hier korrekt. Wir packen da noch zwei Pille rein. Und dann kommt das Ding auch im Kreisel her. Aber warum ist hier ein flacher Dreier übrig? Mann, und ein Röhrchen. Ja, der flache Dreier, den haben wir von aus der Anleitung gefischt. Der kommt wahrscheinlich irgendwo anders her. Der kommt woanders her. Bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt ist die Frage, in welchem Loch das kommt. Ich denke mal mittig. Kann nur passen. Ja, ja, klar. Über die Einstiegsluke? Über die Einstiegsluke. Okay. Und das kommt jetzt. Unten runter. Das darf nicht wahr sein, oder? Unten drunter, ja. Den Knall. Wie willst du denn da jetzt drankommen? Ich würde gerne helfen. Why, Lego? Why are you doing so shit? Jetzt habe ich natürlich meine Finger genau da. Ja, das ich weiß noch nicht, wo ich anfassen soll, weil alles so fragil ist gerade. Runter, runter, runter. So, jetzt kommen die. Warte, ich halt von unten gegen. Oh, jetzt die Frage, in welcher Höhe? So hoch? Oder? Ja, kann ja nur. Wo ist denn das überhaupt? Ach, da. Da. Aber zweiter, ja, hast du. Hab ich recht. Ja, dann pack rein. Okay, die Seite ist drin. Ja, muss halt hier mal machen. Ja, ist noch drin. Wie? Ist alles gut. Ist alles prima. Oh nein, der Helm. Nein, das war nicht der Helm. Ja, das war, glaube ich. Weiter, weiter nach innen. Da? Nein. Nee, du weißt, wo es war. Hä? Oh je. Oh je. Oh je. Der, oh mein Gott. Der war hier. Tja, das finde ich jetzt mal wieder. Ja, finde ich doch schon. Gut, dann pack's rein. So schnell. Ja. Ah ja, das macht Sinn. Genau, da hatten wir noch geguckt, wegen der Höhe da war. Damals! Vorgestern. Ja, das war Tüte Nummer 10. Und keine immer so schwer.
Ja, gar nicht mal so schwer, sagt er. Das reimt sich auch noch. Na, ja, gucken wir mal, wie weit wir mit dem nächsten kommen, ansonsten müssen wir es unterbrechen um 13 Uhr. Ach, Freunde der Nacht. Ja, das reimt. Weißt du, da geben die so viel Mühe, dass man selbst unten was hat, was man eigentlich so überhaupt nicht sieht. Ja. Aber eine Unterkonstruktion, mal ganz ehrlich, sollte es gewesen sein, oder? Kann noch irgendwo was kommen? Ich glaube nicht. Nee, Unterkonstruktion ist fertig. Gott sei Dank. Nur die eine Platte müssen wir halt nochmal befestigen, weil die wieder ab ist. Ja, das machen wir in 2 Wochen. Jetzt kommen die Tunnel oben rum. Nicht spoilern. Achso, ja. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.